Willkommen zum Wetter und wir schauen noch gleich mal aufs Radar, um zu sehen, wo es denn heute bei uns überhaupt geschneit hat. Und das war vor allem in einem Streifen von Baden-Württemberg bis rüber nach Brandenburg. Und dabei wurde es bei uns eben nicht nur in den Bergen weiß. Auch in tiefen Lagen hat es teilweise zumindest für eine dünne Schneedecke gereicht. In Leipzig-Holzhausen heute bis 15 Uhr stolze 8 Zentimeter. In Hoyerswerda waren es 7 und immerhin 3 Zentimeter, die gab es auch in Dresden. Und der Schnee von heute, der zieht heute in der Nacht langsam über die Oberlausitz ab. Und das heißt, es bleibt über Nacht weiter rutschig. Und von Westen, da klart es erstmal auf, weswegen es bis auf minus 6 bzw. minus 8 Grad runterkühlen kann. Und nach frostigem Start morgen geht es dann erstmal freundlich und trocken weiter. Und dabei scheint bei uns auch recht häufig die Sonne. Zum Nachmittag zieht es sich dann vom Vogtland und im Raum Leipzig zu. Dabei bleibt es weitgehend trocken bei Tageshöchstwerten von bis zu plus 3 Grad im Raum Leipzig im mittleren Bergland um die 0. Und winterlich kalt geht es bei uns weiter bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Wobei am Sonnabend von Osten dann schon wieder die nächsten Schneeschauer zu uns reinkommen. Schönen Abend. Guten Abend zum Wetter und bis zum Wochenende bleibt es bei uns unverändert leichte wechselhaft. Nachdem es am Vormittag doch ein bisschen im Harz geschneit hat, ist der Regen seitdem abgezogen. Und auch in den kommenden Stunden bleibt es bei uns erstmal nur trocken. Aber einzig am Morgen, da gibt es mal leichten Schneefall. Ganz im Süden wird er uns erreichen. Ansonsten schaut es die Tage darauf weitgehend trocken aus. So auch heute erstmal in der ersten Nachthälfte trocken, trotz dichter Wolken, die uns aus dem Süden erreichen werden. Dabei wird es diesmal auch im Tiefland überall frostig sein. Runter geht es dann nämlich auf minus 3 bis minus 5 Grad. Und morgen insgesamt dann mehr Wolken als Sonne. Schneien wird es nicht, bis auf, wie gesagt, ganz weit im Süden, im Burgenlandkreis. Ein paar einzelne wenige Flocken, dazu auch morgen nur bis maximal 3 Grad. Und im Trend Donnerstag einzelne Schneeflocken, höchstens im Harz. Am Freitag dann insgesamt niederschlagsfrei und nachts vor allem weiter frostig, tagsüber leichte Plusgrade. Schönen Abend. Ja, schönen guten Abend zum Wetterbericht. Und heute endet der erste Monat im neuen Jahr. Und wie wir es selbst schon gespürt haben, war es viel zu warm, auch etwas zu nass, aber nur ein ganz klein bisschen. Und selbst die Sonne, die hatte es im Januar schwer. Als wir ins Jahr gestartet sind, gab es ja auch gleich mal einen neuen Januarrekord mit Frühlingstemperaturen in Dresden-Hosterwitz von bis zu 18,5 Grad. Insgesamt gesehen war es in ganz Sachsen im Januar mit 3,0 Grad, aber deutlich wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Wie geht es bei uns weiter? Sehr schmuddelig, und zwar ab heute Nacht. Es kommt immer wieder zu einigen Schauern, und da es nicht wirklich frostig wird, wird es im Tiefland bei uns regnen. In den Bergen ist es Schnee, der fällt. Dazu bleibt es auch windig. In den Gipfeln lang stürmisch, und morgen nimmt der Wind dann auch wieder noch mal in Fahrt zu. Ab Mittag, vor allem in den westlichen Landesteilen und auch im oberen Bergland, es kommt zu Sturmböen, auf dem Fichtelberg zu orkanartigen Böen. Es treten entsprechend Schneeverwehungen und auch Glätte auf, also Vorsicht. Und der Westwind, er sorgt auch noch für mildere Meeresluft bei uns, bis zu 6 Grad morgen. Bei uns der Tageshöchstwert in den tiefen Lagen, 2 Grad sind es im mittleren Bergland. Und es ziehen dort auch zunächst eher kräftige Schneeschauer auf, die am Abend zum Teil auch mal bis ins Tiefland für einzelne Flocken sorgen können. Schauer sind dann am Donnerstag wieder selten. Hier hat bei größeren Auflockerungen sogar mal die Sonne etwas längere Zeit die Chance. Aber auch dann bleibt es bei uns vorerst noch windig. Schönen Abend. Willkommen zum Wetter. Und wir schauen noch gleich mal aufs Radar, um zu sehen, wo es heute eigentlich geschneit hat. Und zwar vor allem in einem Streifen von Baden-Württemberg bis Sachsen und dann noch rüber nach Brandenburg. Und dabei hat der Schnee uns eher auch nur am Rande gestreift. Ein bisschen geschneit hat es bei uns von Anhalt bzw. hier im Burgenlandkreis. Und da hat es hier in Osterfeld immerhin 4 Zentimeter Schnee gebracht. Aber zum Welttag des Schneemanns heute reicht auch mal diese Höhe für einen immerhin kleinen Schneemann. Ja, und wie geht es weiter? Die kommenden 3 Tage schauen vor allem eins aus: trocken. Der nächste Niederschlag bzw. nennenswerte Schnee, der sich nähert,
Der ist nicht vor, sondern bei uns dran. Und bis dahin ist es bei uns erstmal wieder ruhig. So auch heute in der Nacht. Die Bewölkung, die geht erst einmal langsam zurück. Dabei kühlt es runter auf frostige -3 bis -5 Grad. Im Hochharz bis auf -6. Und morgen nach frostigem Start geht es dann teilweise erst einmal mit Sonnenschein bei uns los. Der Eindruck wäre schon mal freundlich. Im Tagesverlauf ziehen dann aber von Westen her noch Wolken auf. Die bringen, wenn überhaupt, im Harz mal einzelne Schneeschauer, hauptsächlich bei bleibt es bei uns niederschlagsfrei. Und dazu liegen die Tageshöchstwerte bei maximal 4 Grad. Auf dem Brocken bleibt es dauerfrostig und winterlich kalt. Geht es weiter bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Aber am Sonnabend von Osten zum Abend hin dann langsam neuer Schnee. Schönen Abend.